Seit einem Jahrzehnt arbeitet der Berliner Stefan Goldmann als DJ, Produzent, Komponist und Betreiber des Makrolabels. Seine Hauptaufgabe sieht er dabei im Entwickeln von Ideen. Musik ist für ihn nicht nur ein Mittel, um seine persönlichen Vorstellungen von Klang, Rhythmus und überraschenden stilistischen Verbindungen zu entwickeln. Sie bietet auch einen ebenso abstrakten wie fassbaren Raum, um sich mit umfassenderen, die Grenzen des Mediums überschreitenden Themen auseinanderzusetzen. In seiner Biografie vergleicht Goldmann seine Arbeit mit der eines Wissenschaftlers. Ein Stück Musik zu produzieren, ist dabei stets ein Experiment. Wenn dich Leute fragen, was dein Beruf ist, was antwortest du? Tue ich mir sehr schwer mittlerweile. Also weil die Begriffe halt auch immer so fehlleiten. Also wenn ich sage irgendwie DJ, wer nicht drinsteckt, denkt dann, ich bin Animateur in irgendwelchen so TUI-Ressorts. Oder wer drinsteckt, hat dann auch irgendwie meistens eine schwere also Vorstellung, das irgendwie gleich irgendwie einzuordnen. Wenn ich sage Musiker, das ist wahnsinnig abstrakt. Also kommt jetzt nur die Frage, welches Instrument, wo ich dann gleich wieder in der Sackgasse stecke. Welches Instrument spiele ich eigentlich? Produzent, Komponist, was auch immer. Also es herrschen immer eigentlich andere Bilder. Es ist wahnsinnig schwer, das wirklich zu umschreiben. Dann kommen halt meistens Listen und Umschreibungen. Also ich kann es nicht mit einem Wort eigentlich von mir geben. Was mache ich? Irgendwie als Kunst erstmal betrachtet. Und das fand ich halt gerade so spannend, irgendwie als an Techno, dass es wirklich plötzlich so einen ganz neuen Rahmen oder Raum aufgetan hat an ästhetischen Möglichkeiten. Und also, dass es dann plötzlich irgendwie später behandelt wird wie irgendwas aus dem Baumarkt, ist fast schon widersprüchlich zu dem, was die Musik ursprünglich mal geleistet hat. Obwohl er heute zumeist als Techno-Produzent Bekanntheit genießt, hat Goldmann eine breite Diskografie aufgebaut. Sie spannt einen Bogen von elektroakustischer Komposition und zeitgenössischem Ballett bis hin zu cluborientierter Elektronik. 2009 nahm Goldmann seine eigene Version von Igor Stravinskys Le Sacre du Printemps auf, indem er Ausschnitte unzähliger bereits existierender Aufnahmen neu zusammensetzte. Zusammen mit Miles Davis' Bitches Brew bildet Le Sacre du Printemps für ihn eines der beiden Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts. Und liefert bis heute frische Ideen für sein eigenes Werk. Also mit Sacre habe ich mich sehr, sehr spät wirklich auseinandergesetzt. Aber ich habe es dann irgendwie relativ schnell begriffen, so wie wichtig das einfach in der Musikgeschichte ist. Also das Statement jetzt Bitches Brew und Le Sacre du Printemps sind, also schätze ich ein, als die wichtigsten zwei Werke des 20. Jahrhunderts ist so eher ein Versuch, objektiv zu klingen. Man kann es natürlich, ja, genau, also man kann sowas natürlich nicht jetzt irgendwie wirklich durchargumentieren. Da gibt es einfach zu viele Werke, also woran will man das eigentlich wirklich festmachen. Aber beide stehen eigentlich in einer gewissen Komplexität für ganz viel, was halt gefolgt ist immer in Musikentwicklung. Und also gerade Bitches Brew, eigentlich diese ganze Ära, Miles Davis 1969 angefangen bei In a Silent Way bis 1975, Pangea war glaube ich die letzte. Das hat ästhetisch einfach wahnsinnig viel an Möglichkeiten aufgezeigt. Also das hat mit einem Tempo Neuland eröffnet worden, das wirklich atemberaubend war. Es sind also so viele neue Sachen eigentlich da eingeführt worden in die Musik. Also wenn man so möchte, ist auch so diese Track-Struktur damit erfunden für mich, finde ich. Also Jazz vorher war ja immer noch irgendwo so eine Ableitung von irgendwelchen Folk-Song-Formen und Rock und Pop also sowieso Song-Form. Und eigentlich, also das erste Mal, dass die Song-Form wirklich überwunden war, ist Free Jazz, würde ich sagen. Aber also jetzt in diesem
amerikanischen Kontext, also sonst natürlich im europäischen Konzertmusikbetrieb sowieso, aber wichtig eigentlich für die ganze populäre Musik ist dann einfach Miles Davis, der dann irgendwann gesagt hat, wir konzentrieren uns jetzt auf das Rhythmische, auf Groove, auf Basslines, die dann auch in den Konzerten einfach durchgehen. Das waren halt einfach die Sets, die halt irgendwie von A bis Z irgendwie durchgingen. Und das ist eigentlich die Vorwegnahme dessen, was später dann House, Techno, Drum and Bass, also all diese Stile, die dann von DJs so in Einfluss gebracht werden, sich halt irgendwie rein, wo es im Kern um den Groove erstmal geht. Trackform. Das war damit wirklich erfunden. Ja, das macht, okay, aus der Perspektive hatte ich es noch nicht betrachtet, aber es macht, denke ich, auch gerade mit dieser Platte Sinn, weil sie das so überbetont, mit diesen extrem langen Stücken. Und es wird dann später, also gerade On the Corner, oder ja. es gibt auf Big Fun gibt's ein Stück, das heißt IFE, oder, also IFE geschrieben, was so 25 Minuten eine Bassline. Das Interessante an Sacre de Printemps ist genau, was du sagst, dass eigentlich zugleich ist ein völlig bruchstückhaftes Werk ist. Also es besteht eigentlich aus Blöcken, die halt ständig umklappen. Also man hat irgendwie ein Muster, was eine Zeit lang gehalten wird und dann schlägt es komplett um in was anderes und du hast so eine Bauklotzstruktur eigentlich. Also was so ein bisschen so einfach eine radikale Edit-Technik vorwegnimmt. Also es ist völlig disparate Sachen ineinander geklebt sind. Lustigerweise auch die ganzen Miles Davis-Platten dieser Phase, über die wir sprechen, sind alle am Schnitttisch entstanden. Er hat im Prinzip den Remix schon. Genau, Theo Matteo, der hat eigentlich nie so wirklich die Credits da abgreifen konnte, dass er das alles konstruiert hat aus den stundenlangen Bändern. Aber Sacre hat halt zugleich auch die Wirkung eines geschlossenen Gesamtwerks. Und also diese Ambivalenz ist halt so interessant, dass man mit diesen Brüchen arbeitet und trotzdem halt irgendwie einen Bogen damit hinkriegt. Also es ist dann auch irgendwie strukturiert, wenn ich jede gute Musik auch was irgendwie als Tracks wirkt, wird dann eigentlich erst gut, wenn es wirklich irgendwie strukturiert wird noch zusätzlich. Also dann irgendwelche Auf und Ab und Spitzen, Tiefen, Täler, Umwege. Die normalerweise ja eben im Zusammenspiel dann von Musikern entsteht, ne? Und nicht, wenn jemand alleine zu Hause am Rechner sitzt. Na gut, der Komponist sitzt auch alleine am Notenpapier. Also er baut natürlich auf Konventionen, die halt die Musiker einüben. Also ein Klangkörper, ein Orchester, die spielen sich ja auch miteinander irgendwie sehr lange Jahre ein. Also nicht immer in der gleichen personellen Besetzung, aber wenn man Orchestermusiker ist, hat man auch eine sehr lange kollektive Schulung hinter sich gebracht. Aber der Komponist selber darauf aufbauend, was Instrumentenbauer, Konzertsaal, Akustiker und so weiter zu Wege bringen, sitzt letztlich alleine am Schreibtisch. Ich frage mich halt auch, wenn man selbst produziert, in gewisser Weise ist das ja eine Art Ego. Also ich will nicht sagen Ego, aber auf jeden Fall was von einem sehr von auf die eigene Person bezogen ist und in dem DJ-Set löst es sich halt dann auf. Ne? Also es ist, sehe ich gar nicht so. Also ich hab DJ-Sets lange Zeit überhaupt nicht so als so ein selbstständiges Ding mit Fluss irgendwie begriffen, sondern vielmehr als einfach die einzelnen Stücke wirklich zu präsentieren. Also die natürlich miteinander verbunden, abgestimmt auch irgendwie auf die konkrete Situation. Also ich, so DJ-Autisten finde ich jetzt auch nicht so interessant, aber eigentlich ging es mir immer darum, wirklich, ist diese Platte individuell eigentlich so gut, dass es sich lohnt, sie halt anderen Leuten auch vorzuspielen oder sich selbst auch mit vorzuspielen. Na, jetzt nur noch zum Vergnügen zu Hause mixe ich eigentlich nicht. Meistens halt irgendwie schon, um Verbindungen herauszufinden, welche Platten passen zusammen oder mich halt vorzubereiten für ein Set. Ich spiele halt jetzt nicht auch in jedem Kontext das Gleiche. Manchmal überlege ich mir halt doch,
okay, heute möchte ich halt was ganz anderes machen als letztes Mal und dann muss ich halt erstmal die Platten finden, die dazu passen. Schon, was würde halt eher am Anfang irgendwie passen, was halt eher zum Ende, also dass ich halt irgendwie auch so eine Struktur dann in der Plattenkiste habe. Cover wäre auch ein Grund, mal eine Platte rauszukramen, wo du überhaupt nichts von kennst? Ja, das passiert selten, das muss das Cover mich wirklich so extrem packen. Was ist das eigentlich überhaupt? Also es ist eh ein schwieriges Thema. Was macht man mit all den Platten, wo man die Namen nicht kennt? Das sind immer sehr viele. Und das ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Oder man merkt es halt auch, man ist eigentlich so ein bisschen lernfaul teilweise. Also man möchte sich jetzt nicht jedes Mal mit 30 neuen Namen auseinandersetzen. Also das ist so Stichwort Mental Shelf Space. Wie viele Namen kann man behalten? Und also um sich halt mit der Arbeit so eines Künstlers vertraut zu machen, braucht man meistens mehr als eine Platte. Wirklich. Und dann bei denen, wo man schon weiß, okay, die haben mich jetzt schon 5, 6, 7, 8, 20 Mal überzeugt, ist man natürlich schneller dabei, so, also was hat der jetzt Neues gemacht? Und dann hört man sich halt das neue Surgeon an und wenn dann der Name gar nichts sagt, was spricht denn da eigentlich an? Also es sind dann oftmals irgendwelche Verknüpfungen mit anderen Sachen, dass man irgendwas in einem Kontext auch gehört hat. Also man arbeitet sich so sukzessive an neue Namen immer heran. Oder halt Empfehlungen auch finden, irgendwie sagt, hör dir das mal irgendwie an. Normalerweise mag ich es halt nicht, wenn mir irgendwelche Sachen in die Hand drückt, weil man kennt sich dann mit vielen Plattenverkäufern persönlich nicht so gut, dass sie jetzt wirklich wissen, irgendwie, das ist was für ihn, das ist nichts für ihn. Also ich bin dann immer so ein bisschen autistisch und schaue lieber selber mein Fach durch, aber da Finn mich sehr gut kennt, ist es auch für mich sehr praktisch, dass er dann weiß, so, das ist was für dich. Also er muss dann vom Berufswegen hier sich alles anhören. Und dann hat er das vielleicht so ein bisschen abgenommen, dann so bestimmte neue Namen zu entdecken. Bei anderen stößt man einfach drauf, man liest irgendwo was und es klingt interessant, was die Leute von sich geben oder was über sie geschrieben wird. Dann bin ich so, okay, ich hör mir das mal an. Ja. Aber nur ein Cover, das ein Disc packt, ja. Also hier sehr interessantes Cover. Das ist einfach nur eine Fotokopie, glaube ich. Dicken Papier, schwarz-weiß. Ja. Aber. Das sieht aus wie so ein Einleger, ne? Ist so. Und dann handgestempelt. Also. Gut, den Namen kannte ich schon, Levin Vincent. Das ist dann jetzt nicht so schwer, sich zu entscheiden, das anzuhören. Du hast auch gesagt, dass du selbst beim DJ und anderen Leuten gerne die wirklich spannenden Tracks vorstellst. Kommt es andersrum auch vor, dass du im Club was hörst, was du noch nicht kanntest und was du wirklich umhaust? Ja, das passiert. Also das ist natürlich auch ein guter Weg, Sachen zu entdecken, wenn einfach jemand anders sie auflegt. Und also wenn es was zu stehlen gibt, dann stehle ich das halt auch. Also als DJ gehört da mir nichts. Seit 2002 hat Goldmann unter eigenem Namen insgesamt 19 EPs auf Labels wie Perlon, Cocoon und Ovum veröffentlicht. Viele von ihnen widmen sich einer eigenen, eng umrissenen Programmatik. Goldmanns Anspruch besteht darin, in einer Szene, in der angeblich bereits alles probiert worden ist, kleine Inseln für sich zu beanspruchen. So wie auf seinem Track The Maze aus 2010, der komplett auf die Übersteuerung eines Gitarreneffektpedals setzt. Doch ist Technologie niemals ein Selbstzweck, sondern stets Werkzeug zum Erreichen ganz bestimmter ästhetischer und klanglicher Ziele. Noch darauf, dass halt irgendwann die DJs so das Auftragswerk für sich entdecken. Sonst Sven Beth kommt und sagt, ja, ich möchte eine Platte nur für mich.
Commissioned by DJ XY. Wäre ein Ansatz. Es ist zum Beispiel dieser Gedanke, der auch bei vielen VTech-Produktionen ist, dass jedes einzelne Element bearbeitbar ist. Vielleicht auch zu einem Grad, wo es der Hörer gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Also gerade bei VTech war ja seine Idee, dass also wirklich wenn ein Break irgendwie designt, dass das wie eine Unterschrift ist, also dass man das halt sofort erkennt, das klingt nach VTech. Und das stimmt auch. Also man hört dann manchmal Platten anderer Künstler und denkt erstmal, was ist das für eine VTech-Platte. Und dann ist es das gar nicht. Also das ist eigentlich dass man als Künstler irgendwo dann wirklich einen eigenen Sound suchen muss, der irgendwie wiedererkennbar wird. Also es ist vielleicht übertrieben, es ist keine Pflicht, aber das hilft eigentlich enorm, wenn plötzlich das Leuten bewusst wird, der hat in irgendwas seinen eigenen Klang gefunden. Also dass man einfach ein Element findet, was man bei anderen nicht hört. Ich habe das auch so ein bisschen versucht zu forcieren teilweise, dass ich mir bestimmte Geräte suche, die eigentlich sonst überhaupt nicht für etwas verwendet werden. Also ich habe lange Zeit meine Drums aus einem Synthesizer geholt, der überhaupt nicht dafür vorgesehen ist. Und dann halt irgendwie das so hingebogen, dass ich daraus Drum-Sounds ableite. Und also mich jetzt nie interessiert, so diese klassischen Roland-Drum-Machines oder 303 oder sowas zu benutzen. Das ist ein Sound, den man für sich eigentlich nicht mehr vereinnahmen kann. Also ich bin dann gern so ein bisschen auch besitzergreifend und suche mir ein Gerät, was ich einfach im elektronischen Zusammenhang nicht gehört habe. Und versuch mir diesen Sound irgendwie unter den Nagel zu reißen. Das war nicht so, dass DJing und Produktion sich so gegenseitig beeinflusst haben? Nein, es hat mich dann irgendwie schon interessiert, also wie entstehen die Sachen, die auf den Platten sind. Also insofern gibt es dann halt immer irgendwie die Vorbilder, man hört etwas und denkt so, das wäre eigentlich das Ideal und wie hat er das gemacht? Wobei mich hat das auch immer dann irgendwie abgeschreckt, weil es ist schon gemacht. Also es gibt eigentlich keinen Zweck, etwas zu machen, was schon perfekt ist. Also es ist halt nochmal exakt zu emulieren. Deshalb, also ich habe relativ früh dann eigentlich das bleiben lassen, wirklich Sachen nachzuproduzieren und dann irgendwie schnell versucht, irgendwie was kann ich jetzt mit dem, was ich hier habe. Das erste Studium nicht interessant für einen Beruf? Also ich kann mit dieser so rein wissenschaftlich-theoretischen Seite von Akustik, von Signalverarbeitung, von auch Psychoakustik eigentlich keinen direkten ästhetischen Bezug entwickeln, der für meine Musik relevant wäre. Also ich habe ganz, ganz wenige Sachen, die irgendwo darauf fußen, was ich im Studium hatte. Aber also sowohl wirklich so tiefe Kenntnis der Elektrotechnik, der Studiotechnik finde ich für mich nicht interessant, wie auch eigentlich die meisten so naturwissenschaftlichen Phänomene der Akustik. Das ist so ein ganz großes Randthema eigentlich nur für mich. Also für mich zum Beispiel Raumakustik in der elektronischen Musik ist erstmal ein künstlicher Raum, der halt sich überhaupt nicht daran orientiert, was in einem echten Raum irgendwie zu gelten hat, sondern was kann ich klanglich damit erreichen. Und das sind eigentlich so Bereiche, die in diesem Studium nicht wirklich eine Rolle spielten.
Hat das handwerklich was gebracht, wenn du heute produzierst? Ich glaube nicht. Also ein bisschen vielleicht. Also wir hatten sehr viel experimentelle und akustische Phonetik gemacht, also wo du dann einen Ausdruck bekommst, dann so ein Gramm, also jemand spricht, das wird aufgenommen und dann in Frequenzbändern ausgedruckt, die verschieden stark abbilden, in welchem Frequenzspektrum etwas passiert, und du hast es dann rückübersetzen in Sprache. Also es ist einfach sagen, was hat dieser Mensch gesagt, und du weißt dann, ein Z hat halt irgendwie oben irgendwo mehr Energie, und ein Vokal hat halt immer diese Formanten drin, und also solche Sachen lernt man dann irgendwie. Und dadurch habe ich eine ganz gute Orientierung, was in welchem Frequenzbereich sich abspielt. Also wenn ich jetzt Musik höre, dann kann ich sagen, also das ist jetzt irgendwie in dem Bereich und das ist in jedem Bereich, aber ob das wirklich eine Relevanz eigentlich hat für die musikalischen Entscheidungen, bezweifle ich. Du kannst nur produzieren, was deine Software dir oder deine Hardware dir ermöglicht, sozusagen. Ja, also ich finde das eh überbewertet, sich also so sehr auf die Technik irgendwie zu beschränken. Das funktioniert eigentlich immer nur, wenn Technik Sprünge macht, dann ermöglicht sie halt irgendwie Neues und dann kann man sich damit abheben. Wenn Technik stagniert, dann fangen halt andere Faktoren an, wichtiger zu werden. Also einfach kompositorische Maßnahmen, wenn man so will. Entscheidungen, wie arbeite ich innerhalb der Technik und nicht, was genau ermöglicht mir die Technik. Also wenn irgendwas technisch Neues auf den Markt kommt, dann zieht es halt sofort irgendeine Musikrichtung nach sich. Also das kann man an allem irgendwie festmachen, was jemals irgendwie also auf den Markt gekommen ist, vom wohltemperierten Klavier bis dann Sampler, Drum Machine, Synthesizer, verstärkte Gitarre, was auch immer. Das sind alles dann immer Sachen, wo eine Technikentwicklung halt erstmal einen neuen Musikstil nach sich gezogen hat. Und wenn das dann erstmal so ein bisschen durch ist, die erste Welle, dann fangen an, andere Faktoren Einfluss zu nehmen auf die Musik, die jetzt gar nicht so direkt von der Technik vorgeschrieben werden. Also eine Drum Machine, die man jetzt irgendwie frei programmieren kann, also die es nicht in einen festen Step-Sequencer hat zum Beispiel, also nicht ein festes rhythmisches Raster, der ist eigentlich egal, wann sie genau welche Note spielt. Das heißt, dann fangen plötzlich Entscheidungen an, okay, wo kann ich jetzt was hinsetzen musikalisch, also wie kann ich das strukturieren. Also es sind dann immer so diese zwei Sachen, die sich vielleicht die Waage halten, aber ich habe halt das Gefühl, dass die Technikentwicklung nicht so viel hergegeben hat die letzten Jahre. Das mag jetzt widersprüchlich klingen, weil man das Gefühl hat, es kommt ständig neue Software, aber algorithmisch ist wirklich was Relevantes passiert in den letzten 10 Jahren. Ich weiß. Also sagen, jeder sagt, dass es nicht passiert ist. Ja, also man hört es halt auch. Also es gibt dann so Entwicklungen wie einfach neue Bedienkonzepte, die dann erstmal gewisse Sachen nahelegen, und plötzlich hat man halt ganz viel Musik, die nach Ableton klingt, nicht weil man die Software als solche hört, sondern weil sie halt etwas nahelegt, demjenigen, der sie nutzt, und das hört man dann. So Labels im so Kern dessen, was ich mache. Also ich war dann erstmal bei Classic, solange es halt ging, solange es sie noch gab. Ich habe noch mit Ovum irgendwie versucht und habe da auch 2 Platten gemacht. Also ich mache wahnsinnig ungern One-Off-Geschichten. Und bei Perlon wäre ich halt gern weiter irgendwie mit Sleepy Hollow gewesen, ging nicht. Dann hatte ich in der Visions, und danach sagte ich mir, also den Zirkus machst du jetzt nicht mehr weiter, dass du irgendwie jedes Mal irgendwie schauen musst, wer hat welchen Release-Plan, wem passt gerade welches Stück in den Kram. Dann habe ich irgendwann mein eigenes Label gemacht, und Sleepy Hollow war dann eigentlich so auch der Auslöser, zu sagen, jetzt ist die Zeit reif. 2007 gründete Stefan Goldmann zusammen mit dem DJ und Musikjournalisten Finn Johansen das Label Makro als Plattform für eigene Produktionen
und ausgewählte Musik befreundeter Künstler. Auf einem ungemein engen Markt zeichnet sich Makro durch ein erkennbares Design, eigenwillige Tracks sowie hohe Qualitätsansprüche in Sachen Klang aus. So wird jede Veröffentlichung von Rashad Becker im berühmten D&M-Studio gemastert. Darunter auch die von Goldman selbst. Also jedes Label hat ein A&R, dieser A&R oder Labelbetreiber hat Vorstellungen, das möchte ich mit meinem Label verbunden haben, das nicht. Und gerade in diesem Zusammenverhalten des Marktes wurden die Leute halt immer eigentlich restriktiver mit ihren Vorstellungen und weniger experimentell erstmal. Also man hätte das Gegenteil vermutet, Demokratisierung, Öffnung, alles mit billiger in der Produktion. Wir haben halt die Verengung hier. Und ich hatte dann immer Schwierigkeiten gehabt, einzuwirken auf den Release-Zeitpunkt. Also es gab so bestimmte Monate, ich wollte halt nicht so in der letzten Dezemberwoche noch so durchgeschoben werden oder ewig warten, bis etwas kommt oder mir reinreden lassen. Wir möchten diesen Track haben, aber nicht die B-Seite. Ich möchte jetzt aber den mit dem zusammen, weil sie für mich eine gekoppelte Bedeutung haben. Und das überhaupt diese Freiheit tun und lassen zu können, was man will, ist enorm attraktiv. Also wir haben, ich mache es ja nicht alleine, wir finden dann auch zusammen, eigentlich so am Anfang die Übereinkunft gehabt, ich meine so, ich will nicht, dass wir zu der Situation kommen, wo irgendwie du mir sagst, das und das geht nicht. Und das funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Also es war eigentlich nie ein Streitpunkt da, wo er mir jetzt sagt, das Stück von dir, das ist aber totaler Scheiß. Und das kann nicht sein, dass wir das jetzt hier pressen. Also so weit waren wir noch nicht. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man einfach mit jemandem zusammenarbeitet, weil auch so ein Konsens irgendwie da ist. Also man ist nicht dann irgendwann auf den Tisch raus, aber deshalb habe ich das Label doch gegründet, dass ich genau nach meinem Gutdünken irgendwas, wie ich es will, mit dem Cover, wie die Platte irgendwie genau gestaltet ist, was in welcher Reihenfolge kommt und wohin. Also all diese Entscheidungen, wo sonst noch jemand irgendwie sitzt, der eigene Vorstellung hat, einmal dazwischen quatscht. Das wollte ich halt irgendwie ausgeschaltet haben. Das passiert auch bei Ebenen, also auch bei Musikern. Du hast irgendwie zwei DJs, die mehr oder weniger den gleichen Stil auflegen und der eine redet total begeistert über irgendeinen Künstler, von dem man noch nie gehört hat. Nicht mal gehört. Also das gibt dann noch so ganz unheimliche Begegnungen. Also du lernst jemanden kennen, der ist irgendwie wahnsinnig irgendwie nett und sagt dann, ja, ich mach das und das Label und schaut dann so und erwartet eine Reaktion. Und dann sage ich so, ja, sorry, also, es gibt mittlerweile so viele Labels. Kenne ich nicht. Und der so, ja, also ich will jetzt nicht auf den Band kriegen, weil wir waren gerade irgendwie auf den Covern vom DJ Mac und Mix Mac und Kuchen, was weiß ich. Und dann schaut man nach und so, ah, okay, was machen die? Und das ist eigentlich noch in dem Bereich, den man irgendwie selber auflegt. Und man hat es irgendwie so komplett ignoriert. Also das fällt auch irgendwie leichter, Sachen wegzudrücken. Deswegen ist für mich immer wichtiger wird der persönliche Kontakt. Dass wir zum Beispiel jetzt hier, dass man sich in Berlin dann trifft und man kriegt darüber die Promo persönlich in die Hand gedrückt, eine CD, egal, das muss ja nicht mal als Promo intendiert sein. Das ist dann irgendwie schon wieder was ganz anderes. Ja, also man schafft sich ein Bezugssystem. Ja. Das hilft so ein bisschen die Informationsflut zu strukturieren. Wo habe ich einen Bezug? Wo kann ich anknüpfen? Kenne ich das Gesicht? Wie sieht denn der aus? Ja. Und da irgendwie jeder andere Bezugspunkte hat, hat man halt dann irgendwie genau das Ergebnis, dass man halt auseinanderfasert. Also es gibt kein synchrones Erleben. Ja, aber wie viele Freunde kann man haben im Online? Grenzenlos, aber was ist Freund? Also es gibt diese These von der Größe prähistorischer Siedlung. Ja. Also dass man maximal 200 Personen, glaube ich, ist die Zahl.
vom Gesicht, vom Namen, also irgendwie wirklich abspeichern kann im Gedächtnis, dass es so ein bisschen so die Grenze ist. Also nach der 200. Person wird es schwer, noch bis zu halten. Also das strukturiert dann so ein bisschen das Umfeld, was man tatsächlich haben kann. Es gibt dann eine Grenze. Ja, ich sitze gerade auf einem Stuhl, der mir nicht gehört. Ich sitze normalerweise mein Mastering Engineer oder der Engineer, der die Makroplatten mastert, das Rashad. Und das ist das Doublets & Mastering Studio in Berlin, wo alle Makro-Vinyl-Veröffentlichungen geschnitten werden. Also das ist die Schneidemaschine, auf der das entsteht, und hier ist der Platz, auf dem das alles bearbeitet wird. Und den Rashad habe ich entdeckt über die Veröffentlichung, die ich bei Perlon gemacht habe. Er schneidet auch die Schallplatten des Perlon-Labels. Und wir waren dann einmal hier zusammen mit Zip, dem Betreiber von Perlon. Und Rashad hat die Blatt-EP, die ich damals dort gemacht habe, bearbeitet. Und ich war eigentlich sehr begeistert von der Art, wie er damit umgegangen ist und was er da noch rausgeholt hat. Und seitdem sind wir uns treu geblieben. Und ich komme dann hierher, wo er dann alles, was von mir eigentlich erscheint, mittlerweile bearbeitet. Und mein Platz ist dann an der anderen Seite des Raumes. Er sitzt hier, hört sich an, was ich zu Hause gemacht habe oder was die Künstler auf Makro zu Hause gemacht haben in ihren Studios. Und gibt dann eine Einschätzung, also woran könnte man an der Summe des Ganzen noch arbeiten, was kann er noch bewegen, bevor es dann tatsächlich geschnitten wird, also bevor die Matrize, die Vorlage für die Matrize eigentlich hier erstellt wird. Man bearbeitet eigentlich auch dann, wenn man schon mal da ist, die komplette Summe. Also ich habe dann jemanden gefunden in Rashad, der mir eigentlich so die Summenarbeit ein bisschen abnimmt. Also meine Aufgabe zu Hause ist halt, den Track zu produzieren, das Stück fertigzustellen, eine Mischung zu machen. Und ich habe es mir eigentlich fast schon abgewöhnt, so am Gesamtergebnis dann nochmal wirklich so im Detail rumzuwerkeln. Das geht hier eigentlich fast besser. Und wenn man dann zu zweit hier sitzt, hat man noch ein zweites Paar Ohren, noch eine neutralere Einschätzung, kann dann nochmal mit ein bisschen Abstand drauf schauen. Und das bringt halt einfach nochmal zusätzlich ein bisschen was. Vermisst du es, dass es nicht mehr von diesen großen Platten mehr gibt, nicht mehr geben kann vielleicht? Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist. Also für alle oder für mich. Aber es gibt zum Beispiel gute Platten sind wichtig. Also ob sie jetzt irgendwie der Hit sind, auf den irgendwie alle irgendwie kennen. Oder ob das dann halt etwas ist, was man zum ersten Mal irgendwie, also es ist ja auch ein schönes Erlebnis, stehst im Club und es läuft plötzlich was und du hörst es zum allerersten Mal. Und es ist halt irgendwie großartig, ich weiß überhaupt nicht, wer ist das jetzt oder was, wo kommt das jetzt her? Das ist eigentlich jedes Beste, wenn man irgendwas so erwischt, so ganz unvorbereitet. Das ist halt wie zum Beispiel, hier haben wir ja so Klassiker vom Access-Klassiker, die stehen halt da. Die Frage ist, was steht denn in 10 Jahren da? Stehen da Leute Platten aus von unserer Zeit oder stehen halt die gleichen Platten von Access da? Also es gibt irgendein musikwissenschaftliches Kompendium, wo halt die Genres und Epochen der Klassik durchexerziert werden in ihren Meistern. Und also wenn man das halt aufschlägt, die Namen, die kennt halt jeder. Wirklich so Bach, Mozart, Beethoven, Wagner. Das sind wirklich halt nur so die Peak-Punkte. Also, und das wird dann in jeder Kategorie irgendwann so sein, dass halt irgendwie ein zentraler Name wahrscheinlich übrig bleibt. Und Jeff Mills Access ist bestimmt ziemlich dominant in einer bestimmten Kategorie, in der es andere sehr, sehr schwer haben werden, in 20 Jahren wahrscheinlich noch dazustehen. Ist auch okay. Also jeder soll halt irgendwie letztlich dann sein eigenes Ding irgendwann finden. Das ist dann die Aufgabe, die Geschichte vorsetzt. Also rückblickend ist es in jeder Epoche so gewesen, dass ein Name für irgendetwas dann stehen bleibt. Und die ganzen Namen von vor 20 Jahren, die jetzt hier noch stehen, stehen jeder für sich für etwas sehr Bestimmtes. Und die Epigonen braucht man dann irgendwann nicht mehr. Es ist oft so, dass natürlich später dann nochmal eventuell qualitativ bessere Sachen folgen. Also nach einem Pionier, der etwas geschaffen hat. Die haben es halt schwer. Also das ist dann so ein bisschen die historische Ungerechtigkeit, dass du jemanden hast,
der eigentlich etwas dann nochmal geformt hat und wirklich die Qualität vielleicht nochmal erhöht hat und dann eigentlich viel weniger Beachtung kriegt als der Pionier der Kategorie. Ich denke halt, manchmal Kultur ist halt auch was man teilt, ne? Und wenn man nicht mehr die gemeinsame Basis für das Gespräch hat, wird es halt dann schwierig, es zu teilen vielleicht. Aber es ist nicht was dich stört. Ich mache mir so meine Gedanken, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich so für gut oder schlecht, also was ist jetzt besser? Dass halt irgendwie alles sich halt grundsätzlich auf eins konzentriert oder ob es halt ausfasert in ganz viele verschiedene Sachen, die halt parallel irgendwie existieren. Die Tendenz, die ich zumindest beobachte, ist, dass halt über eine mittlere bis längere Dauer sich halt wieder alles immer konzentriert auf einen Hauptvertreter einer Sache. Also ich glaube, dass es aktuell so aussieht, dass wahnsinnig viel Auswahl ist. Das ist halt irgendwie ein temporäres Phänomen, was halt irgendwie in dem Moment, wo es rauskommt, interessant ist. Also man sieht es einfach bei den Preisen von sowas, also auf dem Gebrauchtmarkt. Das meiste kann man bei eBay 50 Stück in einer Kiste verkaufen und es zielt dann so ein Bieterpreis runtergerechnet von so 50 Cent pro Platte. Also wo einer noch so, ja, dann kriege ich halt irgendwas. Also das ist dann so das Enthusiasmusniveau, was damit einhergeht und dann wiederum andere Einzelplatten, also auch neuere Sachen. Also ich glaube, die Peter Kruder, die wir auf Makro gemacht haben, die haben die irgendwann nicht mehr nachgepresst. Und die steht mittlerweile bei Discogs so, ich glaube, das geht so bei 40 Euro los, immerhin. Ist jetzt nicht so die Kategorie 500 Euro, gibt es ja auch gebraucht, aber also es ist auch möglich, mit neueren Platten das noch zu erreichen, also dass halt irgendetwas interessant ist für Leute und die das dann auch wirklich irgendwie suchen haben möchten und irgendwie austauschen und dann der Austausch stagniert, jemand möchte es dann nicht mehr hergeben. Das ist ein schönes Zeichen eigentlich. Ich habe etwas gefunden und ich möchte es dann nicht mehr hergeben. Und dann entscheidet halt der Marktpreis. Also wir bewegen uns dann doch in einer Marktwirtschaft.